So, und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Rise of Venice in der Story-Kampagne. So, ich habe unseren automatischen Handelskonvoi mal zurückkehren lassen, damit wir hier mal ein paar Schiffe aufstocken können. Denn wie wir sehen, der hat immer relativ viel Auslastung beim Laderaum schon. Der jetzt nämlich dann unterwegs ist und wir packen noch ein paar Schiffe mehr rein, kann er natürlich auch ein bisschen mehr mitnehmen. So, dann packen wir ihm nämlich noch ein paar Schiffe extra mit rein. Gucken wir mal, dass wir sagen, wir packen eben zwei Gravils noch dazu. Schon hat er nämlich 2000 Laderaum. Ja, wobei, lass mal erstmal so. So, und dann sagen wir Handelsroute wieder aktivieren. Und dann kann er erstmal wieder lostuckern. So, und wir werden mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall für unsere Kampfschiffe wieder Matrosen. Wir haben ganz schön was abgekriegt. Mal gleich mal gucken, dass wir die Besatzung wieder ein bisschen auffüllen. So, aber das Gute ist, während wir hier repariert haben, sind Tagesproduktion und Tagesverbrauch wieder gestiegen. Wir können hier direkt wieder ein bisschen was da lassen. Und auch wieder was mitnehmen. So. Gucken wir mal. Matrosen haben wir leider keine. Ist nicht ganz so cool. So, aber wie wir sehen, haben wir noch jede Menge Hanf, den wir erstmal mitnehmen können. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wenn wir überall mal nochmal ein paar Matrosen einsammeln. So, und wir werden unseren Konvoi mal umorganisieren. Wir nehmen die eine Karawelle hier raus und sagen, wir nehmen die Karacke noch als zweites Kampfschiff. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Kampfstärke. So, ironischerweise, das Wichtigste, was wir jetzt momentan brauchen, sind Mannschaften. Ja, die haben einiges eingebüßt. In der letzten Seeschlacht. Müssen wir jetzt erstmal wieder aufholen. So, ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um den ganzen Hanf loszuwerden. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir irgendwie eine Quest hätten für den Hanf, ne? Das wäre jetzt gerade ziemlich cool. Ja, die könnte man da mit Leichtigkeit erfüllen. So eine riesen Bestände, die wir gerade dabei haben. So, Eisen und so können wir auch gleich wieder mitnehmen. Oh, das. So, hier kriegen wir auf jeden Fall wieder Mannschaft. Das ist schon mal gut. Ein und frei. Guck mal gleich mal ins Lager. Holz und Metall können wir auch wieder mitnehmen. Wir haben einen Ragusa gleich wieder gut los. Ist schon Ironie, ne? Wenn wir mal überlegen, wie lange wir gebraucht haben, um überhaupt erstmal eine Gravil zu bekommen. Und jetzt haben wir mittlerweile schon Karawellen. Oder Karacken, besser gesagt. Bräuchten wir zwar rein theoretisch auch für die Produktion des Eisen gerade. Aber wir können ja mal gucken, wir haben ja sowieso noch ein bisschen was an Eisen noch liegen gehabt, was wir nicht mitnehmen konnten. Holen wir das nochmal fix. So, Hanf kaufen wir natürlich erstmal nicht, das wäre glaube ich unsinnig. Stadt scheint hier mehr Verbrauch zu haben als Produktion. Ist nicht so geil.
So, wie mir scheint, werden unsere Eisenwaren direkt immer mitgenommen vom Konvoi, ne? In unserem automatischen Handelskonvoi. Und hier schon wieder irgendwo ein Vulkanausbruch, scheint mir. Ah, hier unten. Hier haben wir aber auch gar kein Glück hier irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? So, ich bin mal tierisch gespannt, wie viel Umsatz unser automatischer Handelskonvoi jetzt mehr macht, ne? Er hat jetzt einfach mal 800 Laderaum mehr zur Verfügung. Könnt ihr uns bei einer Sache aushelfen? Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir an die Gewürze nicht rankommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich gerade. Warum auch immer gerade hier so viel Wein und so im Angebot ist. Ja, das Gute ist, die Rückfahrt hat da gleich auch dafür gesorgt, dass wir wieder ein bisschen hiervon mitnehmen konnten. Ja. Müssten wir eventuell wirklich mal drüber nachdenken, hier einen kleinen Konvoi einzustellen, vielleicht mit 400 Laderaum oder so. Ja, dann ab und an hier mal die Rohstoffe nach Ragusa bringt. Brauchen wir das nicht immer manuell machen. So, gleich wieder alles abladen, was wir können. Aber so, dann gucken wir gleich mal. Holz lassen wir auch gleich wieder hier. Und können wir die allerersten Werkzeuge mal mitnehmen. Nice. Boah, also Holz haben die wirklich mehr als Überproduktion hier, ne? Kann natürlich auch sein, dass unser Konvoi die Waren direkt hier an die Stadt verkauft, ne? Wo wir auf jeden Fall dringend jetzt darauf achten müssen, wir müssen so schnell wie möglich unsere Hanfbestände runterkriegen. So, was wir auch nochmal machen müssen, wir müssen nochmal durchrechnen. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. 550 Besatzung brauchen wir. 550 Mann Besatzung. Hier brauchen wir natürlich auch deutlich mehr Entermesser, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt in den ganzen Städten hier immer mal nochmal gucken. Das wird den einen oder anderen Matrosen nochmal anheuern. Und nehmen wir gleich, werden wir gleich mal wieder am Senat vorbeigucken. Ah, der ist nicht mehr ganz so, die sind beide nicht mehr ganz auf unserer Seite, ne? Ihr könnt euch bei meiner Familie beliebt machen. Was haben wir denn hier? Machen wir mal. Bis 25. Mai. Hoffen wir natürlich mal, dass wir nicht das Problem haben und der irgendwie von unserem Konvoi mitgenommen wird. Ne? Sagt mir, welches euer Anliegen ist. Hier könnten wir also auch Ruf bekommen, indem wir hier Gewürze verkaufen. Müssen wir uns überall mal so ein bisschen angucken, wo wir hier nochmal Zusatzruf bei den Nationen oder bei den Familien hier kriegen. Kleidung. Kleidung und Gewürze könnten wir also immer mal gucken. So, da müssen wir auf jeden Fall aus Athen mal wieder Wein organisieren. Müssen wir auf jeden Fall mal wieder Wein organisieren.
dann werden wir den Wein hier erstmal beibehalten, den Nischgletscher kaufen. Gucken wir mal, ob wir den erstmal für die Quest nach Möglichkeit für die Verwendung kriegen. So, dann sieht aber ordentlich aus, ne? Bargeldbestand stimmt momentan. Alle Erfordernisse für den nächsten Rang hätten wir theoretisch auch schon wieder. Manchmal schlicht. Bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Müssen wir tatsächlich mal gucken, ob wir noch einen weiteren Schiffstypen bekommen. Ne? Also sprich, ob die Karacke noch nicht der letzte Schiffstyp war. Es kann sein, dass nochmal eine Galeone kommt. Bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Werden wir dann gemeinsam rausfinden. So, die Waren werden wir auch alle los. Wunderbar. So, Salz können wir nochmal mitnehmen. Oh, ein klein bisschen Glas. Ist immer ironisch, dass das Glas hier in anderen Städten auch verkauft wird. Ich dachte, normalerweise hatte Venedig so ein bisschen zusammen mit Mailand das Monopol auf Glas. Jetzt auch historisch gesehen tatsächlich. Wurde tatsächlich das Geheimnis schlechthin drum gemacht. Ne? Stand unter Todesstrafe, das Geheimnis der Glasherstellung zu verraten. Weil man, wie gesagt, also das Monopol mehr oder weniger hatte, gerade was Buntglas angeht. Da war man natürlich dann der Hauptlieferant auch für die Kirche. Ne? Daher wollte man natürlich mit allen Mitteln immer verhindern, dass andere Nationen oder in dem Fall auch andere Stadtstaaten hinter das Geheimnis der Glasprodukte kommen. Denn wie man sich ja vorstellen kann, hat sowas natürlich einen großen Vorteil, ne? Wenn man bestimmte Dinge herstellen kann, gerade für die Kirche, und damit dann auch der einzige Produzent ist. Wie gesagt, die Kirche hat gerade zu der Zeit ja durch die Abgaben sehr gute finanzielle Möglichkeiten gehabt. Ah, sieht dann hier, man nimmt schon mal genügend Wein. So, dann erstmal auf nach Venedig. So, mal gucken, ob wir bei der Handelsroute vielleicht irgendwie einstellen können, dass wir Wein irgendwie safen, dass unser Handelskonvoi nicht aus Versehen den Wein mitnimmt. Oh, wartet mal, was haben wir denn hier Schönes? Das gucken wir uns nochmal genauer an. Schwarzmarkt, das gibt uns. Also euch hätte ich hier nicht erwartet. Also euch hätte ich hier nicht erwartet. Das ist schon mal interessant. Das ist schon mal sehr interessant. Haben wir so auch noch nicht gehabt, ne? Scheint ein Piraten. Ah, jetzt ist er verschwunden. Schade. Aber wir haben dadurch ein bisschen was an Waren bekommen, ne? Auch ein bisschen was an exotischen Gütern. War nicht mal schlecht. Dürfen wir in Venedig ganz gut umsetzen können, die Waren. Gut ist, dann kriegen wir auch gleich wieder ein bisschen Ruf dazu, ne? Das ist jetzt ein bisschen doller, wobei wir kriegen wieder ein bisschen Geld dafür. Was Neues, ne? In Zara. Den nehmen wir ruhig mal mit.
Dürfte mit Glück wieder 25.000 oder so bringen. Aus Zara. Naja gut, das liegt eh auf dem Weg, ne? Dann können wir noch direkt nach Zara bringen. Wenn wir den direkt nach Zara bringen, dürfen wir wahrscheinlich sogar schon ein bisschen mehr an Geld dafür bekommen. Hat es gleich schon mal einen positiven Nebeneffekt. Was mit dem Schwarzmarkt war gerade ziemlich cool. Ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir durch den Hanf so viel Laderaum blockiert hatten. Jetzt hätte man natürlich noch ein ganzes Ende mehr mitnehmen können beim Schwarzmarkt. So, bin ich mal gespannt, wie viel wir dafür kriegen. 50.000, seht ihr? Letztes Mal hat man bloß 25 bekommen. Das ist also schon mal gar nicht mal schlecht. Müssen wir unbedingt gucken, wo wir mal Kleidung und so aufgetrieben bekommen. Damit wir unseren Ruf in Venedig wieder ein bisschen steigern können. So, tja, wir werden wahrscheinlich eine Weile auf unserem Hanf sitzen bleiben, habe ich das Gefühl. Das wird, glaube ich, eine Weile dauern, bis wir den loswerden. So. Dann auf nach Venedig. Allerschlimmster Fall, wenn es mit dem Ruf mal ein bisschen knapp werden sollte, müssen wir halt mal eine Bestechung setzen. Wäre auch immer noch mal eine Möglichkeit. Kostet uns dann zwar eigentlich extra Geld, aber wie gesagt, wenn es nicht anders gehen sollte. So, 225 Fass. 15 Tage Zeit noch, ne? So. Ja, wobei, wir können eigentlich alles einlagern. Hat er gesagt, er nimmt auch größere Mengen ab. 225 sind ja nur das Mindestmaß, was wir mindestens haben müssen. Ja, aber werden wir überall sogar noch mal ein paar Sachen los, auch noch mal mit Ruf gewinnen. Wie gesagt, wir müssen jetzt bloß tierisch darauf aufpassen, dass wir nicht aus Versehen den Wein mitgenommen bekommen von unserem Handelskonvoi. Da sollten wir auf jeden Fall drauf achten. So, haben wir noch irgendeinen anderen Auftrag? Sieht nicht so aus, ne? Weil wir sind uns auf jeden Fall nicht mehr so wohlgesonnen, ne? Wir könnten rein theoretisch mal versuchen, ob wir unseren Aufstieg schon mal schaffen. Müssen wir mal gucken. 46 Grimani. Grimanis könnten wir mal ein bisschen Rufi brauchen. So, dann haben wir mal auf diplomatische Mission geschickt. Damit dürften die dann hoffentlich die nächste Zeit dann ein bisschen Ruf zu gewinnen bekommen. Und dann können wir nämlich mal gucken, ob wir den nächsten Rang vielleicht schon freigeschaltet bekommen. So, wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. So, meine Freunde, da wir gerade auf die 20 Minuten zu steuern, würde ich sagen, ist das wieder ein richtiger Zeitpunkt für eine kleine Folgenpause. Nächste Folge werden wir dann mal gucken, dass wir unseren Ruf erhöht bekommen.
die Aufgabe mit dem Wein noch abgeschlossen bekommen und eventuell nochmal einen Piratenkonvoi ausfindig machen, um den dritten Slot unserer Flotte nochmal mit einer Karacke voll zu stopfen. Weil dann haben wir erstmal einen sehr, sehr starken Kampfverband. So, gerne wieder fleißig kommentieren und bewerten. Gerne ein Abo da lassen, solltet ihr das erste Mal auf meinen Kanal gestoßen sein, um hier keinen neuen coolen Content zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge bei Rise of Venice. Bis dahin, immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.